Guten Morgen, ich möchte gerne zu Herrn Lechner. Grüß Gott, der Chef ist noch nicht da. Aber wenn es um eine Eiskulptur geht, dann können Sie auch mit mir reden. Nein, es geht um einen Interviewtermin. Mein Name ist Cosima von Windacker. Ich bin zuständig für die PR der Meisterschaften im Eiskarving. Hier ist meine Karte. Ja. Und Sie, wer sind Sie? Andreas Bentus, ich arbeite da. Können Sie behalten. Dann können Sie mir ja sagen, wo der Herr Lechner ist. Also, da ist er bestimmt nicht. Sind Sie sicher? Wenn Sie wollen, können wir nachschauen. Wieso war der jetzt nicht abgeschlossen? Stefan? Ja. Ja, ich möchte gerne zu Frau Hofer. Grüß dich, Rüdiger. Hallo, Marie. Hallo, ich hab dich so früh gar nicht erwartet. Ja. Darf ich vorstellen, Herr Hartl, Herr Rüdiger Buchstedt aus Hannover. Hallo. Grüß Gott. Herr Buchstedt ist Bildhauer und Wege der Meisterschaften im Eiskarving hier. Eiskarving? Wie Eisbildhauerei? Das brauchst du mir nicht erklären. Die Frau Hofer sitzt in der Jury und hat das Ganze mitorganisiert, den Wettbewerb. Und jetzt habe ich Herrn Buchstedt eingeladen, ein paar Tage hier auf dem Hof zu wohnen. Vorausgesetzt, es gefällt dir hier überhaupt. Das soll wohl ein Witz sein. Find's ja absolut traumhaft. Ah, diese Luft, dieser Blick. Und von deinem Zimmer aus ist die Aussicht sogar noch schöner. Komm, ich zeig's dir. Sofort. Ich hol dir in meine Tasche. Sag mal, hältst du das für eine gute Idee, wenn der Rüdiger jetzt hier einzieht? Wieso? Ich bin frei, er ist Junggeselle. Na, ich mein, du sitzt in der Jury und er ist Teilnehmer. War Teilnehmer. Der Rüdiger ist gestern aus dem Wettbewerb ausgeschieden. Platz 4, das Finale findet also ohne ihn statt. Das tut mir aber leid. So. Stockel, was gibt's? Hartl, es gab der Leich. Und zwar im Fritz-Brauer-Weg Nummer 3. Der Mohr und die Frau Dr. Eckstein sind schon unterwegs. Und an Hansen rufe ich an. Ja gut, dann geh mit da hin. Gerne. Hartl! Ja? Nimm da warme Jacke mit, der Tote liegt im Kühlhaus. Ja, ist recht. Kühlhaus? Wird ja wohl hoffentlich nicht mein Lieblingsmetzger sein. Herr 80er, da kann ich Sie beruhigen. Es handelt sich um einen Eisbildhauer mit dem Namen Stefan Lechner. Lechner? Das darf jetzt aber nicht wahr sein. Guten Morgen zusammen. Morgen, Frau Hartmann. Ist was passiert? Toter Eisbildhauer. Ja, nicht irgendein Eisbildhauer. Wir haben doch im Moment in Rosenheim die Meisterschaften im Eiskarving. Und der Herr Lechner war einer der Finalisten. Hat das nicht der Kulturausschuss organisiert? Na, so ist es. Und die Veranstaltung ist bis auf den letzten Platz ausverkauft. Wenn die jetzt ausfällt, dann können wir jede einzelne Karte zurückerstatten. Ach, herrlich. Warum kann das nicht immer so sein? Die Berge, ein nettes Zimmer, eine zauberhafte Wirtin. Die zauberhafte Wirtin wundert sich, dass so ein fescher Mann ganz alleine ist. Vielleicht wollte es das Schicksal, dass ich auf dich treffe. Schau, hier hast du einen Schlüssel, damit du ins Haus reinkommst, wenn ich mal nicht da bin. Danke. Die Tür, also die Haustür unten, klemmt ein bisschen, einfach ein Stückchen anheben, dann klappt es schon. Okay. Und falls du nachts irgendwelche Geräusche hörst? Ich glaube nicht, dass mich das stören würde. Und falls doch, Zimmerservice schläft gleich im an. Grüß dich, Michi. Grüß dich, Hartl. Sag mal, Stockel sagt, der Tote liegt in einem Kühlhaus. Ja, schön frisch. Hat doch keine Open. Also, unser heutiger Tote ist der Stefan Lechner, 46 Jahre alt, verheiratet, keine Kinder, Bildhauer.
Und das ist, also das war seine Firma für Skulpturen aller Art. Auch Eisskulpturen. Eisskulpturen, sag mal, hat er dann mit den Eiskarving-Meisterschaften? Ja, freilich, der hat doch bis ins Finale nicht geschafft. Gemeinsam mit zwei anderen. Deswegen war die Frau von Windacker doch überhaupt da. Frau von Windacker, ja. Das ist die PR-Tante, also die PR-Dame von den Meisterschaften. Die hatte mir gefunden in Lechner, gemeinsam mit dem Herrn Bentus. Andreas Bentus, ein Mitarbeiter der Firma. Wo sind die zwei? Der Bentus, der ist da drin, ja. Da ist das Büro. Der Hansen hat ihm gesagt, er soll da drin warten. Ja. Und die Windacker? Die Frau von Windacker, die hat sich schon vom Acker. Ja, hast du dir nicht gesagt, dass die da bleiben muss, bis wir zwei mit dir geredet haben? Ja, freilich habe ich es gesagt. Aber auf einmal war es halt weg. Die hat Nerven. Die Frau vom Lechner? Die Lechnerin, die ist unterwegs. Machst du es kalt. Der Bentus hat es angerufen für die Lechnerin, nachdem er die Leiche gefunden hat. Und jetzt kommt sie da her. Ist ja klar, ist der Mann. Ist ja logisch. Morgen beieinander, Herr Doktor. Hallo, Herr Hartl. Moin Moin, Herr Kollege. Ich versuche gerade dem Kollegen zu erklären, dass die Wunde da am linken Schläfenbein zumindest nicht von einem Sturz errühren kann. Ja, lass es mich raten, ein Schlag mit einem stumpfen Gegenstand. Ja. Zum Beispiel. Hammer oder Meißel hätte ich im Angebot. Nein, das sieht nicht so aus. Aber vielleicht ist die Tatwaffe doch irgendwo dabei. Oder zumindest hier im Raum. Wann ist es passiert ungefähr? Also die Leiche ist praktisch tiefgefroren. Alles, was ich sagen kann, ist, dass sie seit mindestens 8 oder 9 Stunden hier liegen muss. Und genauso lange wird es auch dauern, bis sie wieder aufgetaucht ist. Also Obduktion nicht vorher dauert. Oder morgen früh. Die Lechnerin war da. Ah ja, dann gehen wir uns mal auftauen. Ja, ich bleib da noch ein bisschen. Ah ja. 8, 9 Stunden, das heißt, der Mord muss irgendwann vor 1 Uhr nachts passiert sein. Das ist mir gerade wurscht bei mir. Ist gut. Hast du was vor für heute? Nein. Wieso? Ich dachte, vielleicht können wir zwei was zusammen unternehmen. Wie wäre es mit einem Weißwurstfrühstück, so als Einstieg? Und danach? Machen wir einfach, wozu wir Lust haben. Gegenvorschlag. Wir machen zuerst das, wozu wir Lust haben. Danach kommt die Weißwurst. Das nenne ich Timing. Vergiss nicht, was du sagen wolltest. Der 80er. Grüß Sie, Herr 80er. Frau Hofer, stellen Sie sich vor, Stefan Lechner ist tot. Wie bitte? Ja, aber was wird denn jetzt aus dem Finale? Was halten Sie davon? Wollen wir uns gleich im Times Square treffen? Ja, schon, aber... Haben Sie was anderes vor? Nein, das wird schon gehen. Ich überlege nur gerade, ob mir vielleicht die Frau von Windacker dazu bitten soll. Dann kann sie gleich eine Pressemeldung rausgeben. Gut, machen Sie das. Dann bis gleich. Der Stefan Lechner ist tot. Was? Erschlagen. Aber das war doch ein Unfall. Herr Hartl. Herr Bentus, wenn Sie bitte mitgehen. Danke. Frau Lechner, ich weiß, wie schwer Ihnen das jetzt fällt, aber ich müsste Ihnen trotzdem ein paar Fragen stellen. Glauben Sie, das geht? Gut. Also erstmal, wann haben Sie Ihren Mann zum letzten Mal gesehen? Vor 2 Tagen. Ich war bei meiner Mama in Bad Endorf. Ihr geht's im Moment nicht so gut. Haben Sie irgendeine Ahnung, wer das getan haben könnte? Nein. Na, denken Sie nochmal nach. War irgendwas anders als sonst? Gab's Streit? Hat der Mann Ärger? Na, im Gegenteil. Es ist doch alles super gelaufen in letzter Zeit. Die Firma und die Meisterschaft. Ihr Mann hat doch den Sprung ins Finale geschafft. Gab es da vielleicht jemanden, der neidisch war auf seinen Erfolg? Ja, vielleicht. Aber der Stefan hat nichts in der Richtung gesagt. Wann haben Sie das letzte Mal mit dem Mann gesprochen? Sie meinen telefonieren? Ja. Gestern Nachmittag. Wir haben ausgemacht, dass wir uns heute in der Firma sehen. Wem gehört denn die Firma? Mein Mann und mir.
Der Stefan war fürs Kreative zuständig, ich für Marketing und Buchhaltung. Und Herr Bentus? Der ist auch gelernter Bildhauer wie mein Mann. Hat ihn unterstützt in der Werkstatt. Der Stefan. Das war ein super Bildhauer. Und erst mit dem Eis. Alles, was ich vom Eiscarving weiß, das habe ich vor ihm. Wann haben Sie denn den Herrn Lechner das letzte Mal lebendig gesehen? Da ist er zum Wettbewerb gegangen. Das war gestern Nachmittag, so um 2. Ich habe ihm noch alles Gute gewünscht. Warum sind Sie denn nicht mit zu dem Wettbewerb? Das muss doch für Sie auch interessant sein. Wer? Einer muss sich um die Bestellungen kümmern. Schon blöd, oder? Na, mei, so ist halt. Ja? Also der Chef kriegt die Lorbeeren und Sie haben die Arbeit. Was soll denn jetzt das? Meinen Sie, dass ich irgendwas... Sagen Sie mal, was haben Sie gemacht, nachdem Sie dem Chef alles Gute gewünscht haben? Ich hab noch bis um 8 gearbeitet und nachher bin ich heim. Kann das wer bezeugen? Na, ich lebe allein. So. Die Frau von Windacker, wissen Sie, was die von einem Chef wollen hat? Da ging's um einen Interviewtermin. So. Gut. Ja, vielen Dank. Und Lechner ist tatsächlich ermordet worden. Sauber. Dann ist der Skandal ja perfekt. Danke. Mord bei der Meisterschaft im Eiskarren. Also bei der Publicity, da weiß ich jetzt direkt schon drum, wenn man das Finale absagen kann. Ja, da hat er recht. Das wird uns die Frau von Windacker auch sicher gleich bestätigen. Ja, sie müsste eh gleich kommen. Ja, und dann müsste natürlich für den Herrn Lechner der Viertplatzierte nachrücken. Der Rüdiger? Buchstedt? Ja, genau der. Der wird ja wohl nichts dagegen haben, wenn er noch mal eine Chance kriegt. Wissen Sie zufällig, ob dieser Herr... Buchstedt? Ja, ob dieser Herr Buchstedt noch in Rosenheim weilt. Weilt? Ja. Ja, doch, zufällig wollte ich ihn heute sowieso noch treffen, weil wegen einer Spesenabrechnung. Spesenabrechnung? Hm? Ja, ist doch wunderbar. Dann können Sie ihm ja gleich persönlich die frohe Botschaft überbringen. Hm. Frau von Stockel, hat das schon geklappt mit der Anruferliste von Lechners Handy? Logisch, ist gerade gekommen. Ich habe nämlich mittlerweile einen sehr guten Draht zu dem Provider. Sehr gut. Du Stockel, wir brauchen als baldestmöglich einen Termin mit einer Frau von Windacker. Das ist die Pressesprecherin von den Meisterschaften im Eiskarving. Woher weißt denn du das jetzt? Weil die Justament gerade mit dem 80er und der Frau Hofer im Times Square sitzt. Aha. Und warum ist die nicht da und macht ihre Aussage? Herr Schaff, kann die Frau nicht einmal pünktlich sein? Kann man vom Teufel sprechen. Was ist das für ein Verkehr in Rosenheim? Frau Winterker. Der ist fast so mörderisch wie in München. Ja, nicht nur der Verkehr. Was darf ich für Sie bringen? Oh Gott. Vielleicht ein Glas Prosecco? Ein Tee, bitte. Kamillentee. Wie Sie wünschen. Frau von Windacker, wie ich Ihnen schon am Telefon erklärt habe, bräuchten wir so bald als möglich eine Pressemeldung von Ihnen. Ich weiß, da hat uns der Herr Lechner ein ganz schönes Ei gelegt. Und das kurz vor dem Finale. Tiefgefroren. Tot. Was? Wie kommen Sie darauf? Ich habe ihn doch selbst gesehen. Sie haben Herrn Lechner gefunden? Ja, ich. Davon haben Sie mir am Telefon ja gar nichts erzählt. Ist das denn so wichtig? 80er? Dann hat er ja. Das wird ja immer noch bunter. Ich hatte einen wichtigen Termin, kurzfristig. Ich konnte ja nicht ahnen, dass Herr Lechner ermordet wurde. Außerdem ist mir schlecht geworden. Aber vielleicht haben Sie eine Ahnung, wer ihn ermordet hat. Woher soll ich das wissen? Ich kannte Herrn Lechner kaum. Dafür haben Sie aber ganz schön oft mit ihm telefoniert. Nehmen Sie bitte Platz. Also laut der Anrufliste von Herrn Lechners Handy. Ich bin PR-Agentin. Telefonieren ist mein Job. Ich dachte, Ihr Job wäre es, die Meisterschaften im Eiskarving zu vermarkten. Ja, das ist richtig. Aber ich vertrete auch Persönlichkeiten und herausragende Künstler. So herausragende Künstler wie unseren Eisschnitzer Lechner, ja. Mit einem professionellen Marketing hätte er schon längst eine ganz andere Karriere hingelegt. Also Frau Lechner hat uns gesagt, sie sei für das Marketing zuständig. Frau Lechner ist eine gelernte Köchin. Sie versteht so viel von Marketing wie ich von Rührpudding. Deshalb wollte Herr Lechner, dass ich den Job übernehme. Wann hat er das gesagt? Vorgestern. Was hat seine Frau zu der Entscheidung gesagt? Das hat mich ehrlich gesagt nicht interessiert. Hm. Wann haben Sie denn unser Opfer das letzte Mal lebend gesehen? Gestern? Beim Wettbewerb? Wie lang ging denn der Wettbewerb? So bis circa 21 Uhr. Danach bin ich ins Hotel.
Wo bleibt denn jetzt die Frau von Windacker? Das sind jetzt schon fast 20 Minuten. Ich frage mal nach. Herr 80er! Frau Stockel, die Frau von Windacker. Läuft da noch die Befragung? Die Frau von Windacker, die ist schon weg. Das darf doch wohl nicht wahr sein. Die wollte doch noch bei uns vorbeischauen wegen der Pressemeldung. Was denn für eine Pressemeldung? Ja, ist schon gut. Danke, Frau Stockel. Also wirklich. Oh. Am besten, ich schreibe die Pressemeldung gleich selber. Nein, so weit kommt's noch. Die soll schon was tun für ihr Geld, die Frau von Windacker. Das können Sie ihr gern selber sagen. Ich kümmere mich derweil um den Herrn Pustet. Also wenn der Lechner bis 21 Uhr auf dem Wettbewerb war, dann muss der Mord irgendwann zwischen 21 Uhr und 1 Uhr nachts passiert sein. Vielleicht war es ja wer, der ihm den Erfolg geneidet hat. Ja, oder seine Frau. Ich meine, vor 2 Tagen entscheidet ihr Mann, dass Frau von Windacker das Marketing übernimmt. Und seit genau 2 Tagen ist Frau Lechner bei ihrer Mutter. Also. Ja, bitte. Also, die KTU hat keine Tatwaffe gefunden, aber dafür habe ich was rausgekriegt. Was wäre das? Ich sollte doch die Aussagen vom Herrn Bentus und von der Frau Lechner überprüfen. Der Herr Bentus, der wohnt tatsächlich allein. Aber ob der gestern am Abend daheim war oder nicht, das kann stimmen oder auch nicht. Gesundheit. Na, danke für den Sirup. Zwei Joppen, ja. Ja, und Frau Lechner? Ich wollte ja gerade sagen. Ja, dann sagen Sie es doch. Die Frau Lechner, die hat glatt gelungen. Die ist nicht erst heute in der Früh von ihrer Mutter zurückgekommen, sondern die war schon gestern am Abend in Rosenheim. So war das. Sind wir erkältet? Unwesentlich. Nee. Die Frau von Windacker, wissen Sie schon? Haben Sie was vergessen? Ich hätte gerne einen Prosecco, bitte. Mit Eis. Ja. Und die Speisekarte. Hallo, Frau von Windacker. Hallo, Herr... Bentus. Bentus, ja. Bentus. Ja, das war doch ganz gut, dass Sie mir eine Nummer gegeben haben. Sie haben ja doch am Telefon gesagt, Sie seien auch Eisbildhauer und genauso gut wie Herr Lechner. Ich bin besser. Dann möchte ich Ihnen einen Vorschlag machen. Es geht um Ihre Zukunft. Hallo? 80er hier. Ja, hallo, Herr 80er. Frau von Windacker, wir wollten doch noch über die Pressemitteilung sprechen. Ja, an mir lag es nicht, dass unser Meeting unterbrochen wurde, aber wir können es gerne nachholen. Wann hätten Sie denn Zeit? Ich bin natürlich davon ausgegangen, dass Sie nach Ihrer Befragung zu mir ins Büro kommen. Das war dann wohl ein Missverständnis. Wann wäre es Ihnen denn recht? So schnell wie möglich natürlich. Dann machen wir es gleich. Ich bin gerade im Times Square. Dann bleiben Sie dort, ich bin gleich da. Gut. Ah, Herr 80er, ich bin... Jetzt nicht, später. Wer es auch immer ist, ich bin ab sofort aus dem Haus. Rosenheim-Apparat Stockel, Grippe Rosenheim-Apparat 80er Stockel, grüß Gott. Schretzmeier, wenn Sie mir bitte den Herrn 80er geben würden. Der Herr 80er ist leider aushäusig. Und sein Handy, glaube ich, hat er auch vergessen. Rüdiger? Rüdiger? Ja? Hallo Marie. Hallo. Ich war gerade eine Runde joggen und wollte jetzt duschen. Joggen? Hat's hier nicht geregnet? Der Regen macht mir noch nichts aus. Muss ich hochkommen? Komm du lieber, geh erst damit duschen. Ja, 80er. So ist jemand. Frau von Windacker, das ist so. Sie ist für 5 Minuten gegangen. Das darf jetzt aber nicht wahr sein. Probieren Sie es mal in die Strählerstube. Da wollte nämlich hin, weil er meine Karte nicht nobel genug war. Nein, wirklich nicht. Ich habe schließlich noch was anderes zu tun, als der Frau von Windacker hinterher zu rennen. Jetzt hätte ich gerne einen Espresso. So, Rüdiger, setz dich. Das kommt jetzt ein bisschen überraschend und saublöd, wie man bei uns so sagt. Was ist los? Du musst wieder zurück ins Hotel. Das ist ja nicht dein Ernst. Doch, leider ja. Wir können doch unmöglich zusammen unter einem Dach wohnen, jetzt wo du wieder am Wettbewerb teilnimmst. Ja, soweit ich weiß, bin ich gestern ausgeschieden. Und heute rückst du für den Herrn Lechner nach. Nee. Nein. Ich will doch nicht vom Tod eines Kollegen profitieren. Gehst du ein Schmarrn? Du bist der Viertplatzierte. Es ist doch nur logisch, dass du nachrückst. Bitte, Rüdiger.
Du wirst mich da jetzt nicht hängen lassen. Frau Lechner, laut Aussage Ihrer Mutter sind Sie nicht erst heute Morgen, sondern schon gestern Abend von Bad Endorf zurück nach Rosenheim gefahren. Das heißt, Sie haben kein Alibi? Ich war das nicht. Und warum haben Sie uns dann angelogen? Ich wollte mich halt nicht selber belasten. Vor 2 Tagen haben der Stefan und ich einen Streit gehabt. Er wollte, dass ich das Marketing an diese Frau von Windacker abgebe. Und weiter? Ich hab's nicht eingesehen. Ich war beleidigt und bin zu meiner Mama gefahren. Hab mir ausgeheult bei ihr. Ja, da sind Sie auf die Idee gekommen, sich an Ihrem Mann zu rächen. Ach so, ein Schmarrn. Ich hab eingesehen, dass er mit seiner Entscheidung recht hat. Im Grunde habe ich ja nicht viel Ahnung vom Marketing. Wissen Sie, wie wir uns kennengelernt haben? Auf einem Kreuzfahrtschiff. Romantisch. Na, das war nicht romantisch. Wir haben beide in der Küche geschuftet. Ich als Köchin, er als Gemüseschnitzer. Frau Lechner, was war denn gestern Abend? Ich wollte mich mit dem Stefan versöhnen. Aber er war nicht daheim. Unser Handy hat er abgeschaltet. Und Sie haben sich keine Sorgen gemacht, weil er nicht angekommen ist? Ich hab gedacht, er ist mit ein paar Freunden unterwegs, seinen Einzug ins Finale feiern. Und dass er vielleicht woanders übernachtet. Hat er sowas noch schon öfter gemacht, woanders übernachten? Wenn er getrunken hat, schon. Na gut, Frau Lechner, das war's erstmal. Aber halten Sie sich bitte zu unserer Verfügung. Und keine Lügen mehr, bitte. Ja? Wiederschauen. Wiedersehen. Wiederschauen. Die Frau Dr. Eckstein, die hat gerade angerufen und gesagt, dass der Obduktionsbericht halt nicht mehr fertig wird. Oh. Wiedersehen. Bis morgen. Fertig. Grüß dich, Marie. Guten Abend, Hartl. Du sag mal, das Auto vom Buchstädt, das steht gar nicht mehr drunter. Ist dein Feriengast vielleicht ausgeflogen? Der Herr Buchstädt. Und wieder im Hotel. Da war ihm die Aussicht nicht recht oder war ihm die Luft zu frisch, dem Herrn Buchstädt? Weder noch. Ich hab dir doch erzählt, dass er bei den Meisterschaften Vierter geworden ist. Und da wir fürs Finale 3 Teilnehmer brauchen, wird Herr Buchstädt logischerweise nachrücken. Ja, heißt das, dass der Buchstädt jetzt wieder eine Chance auf den Titel hat, weil der Lechner da ist? Freilich, wenn er sich anstrengt schon. Schauen wir mal, was läuft. Marie, warte. Weißt du zufälligerweise, was der Buchstädt gestern nach dem Wettbewerb gemacht hat? Du glaubst doch nicht, dass der Rüdiger... Wieso, das ist doch möglich. Der Buchstädt fliegt aus dem Wettbewerb. Er bringt einen Lechner um und rückt für ihn nach. Da bezirzt der eine oder die Jurorin, dass er bessere Chancen für den Titel hat. Geschmarren, erstens lass ich mich als Jurorin nicht bezirzen. Und zweitens ist der Buchstädt gar nicht der Typ für so eine Tat. Ja, sagt die Frau mit einem Herz für gut aussehende Eisbildhauer. Das sagt die Frau, die Buchstädt selber ins Hotel gefahren hat. Weißt du, du warst in der Tatnacht mit dem Buchstädt zusammen. Ja, genau. Also zumindest bis zu seinem Hotel. Und da war es ewig auf Nacht gescheit herfallen. Scheiterfer. Und nach dem Wettbewerb sind ein paar von den Juroren und von den Teilnehmern auf einen Absacker in die Angie-Bar. Lechner auch? Nein, der Lechner nicht. Aber die Marie und der Buchstädt. Und um 23 Uhr ungefähr hat sich's aufgelöst und dann hat die Hoferin am Buchstädt ins Hotel gefahren. Und Sie glauben, statt auf sein Zimmer ist er dann zum Lechner? Der Einzige, der vom Lechner seinen Tod profitiert, das ist doch der Buchstädt. Und woher wusste Buchstädt, dass Lechner in seiner Firma war? Das wäre irgendwer mit. Entschuldigung, die Frau Dr. Eckstein hat gerade angerufen, er soll jetzt in die Pathologie kommen. Ist der Lechner endlich aufgetaut? Also, Herr Hansen. Die Obduktion hat sich leider etwas hingezogen. Gefrorenes braucht seine Zeit. Nicht nur. Hinzu kamen 2 chemische Analysen. Ich habe in der Kopfwunde des Toten rote Farbpartikel gefunden, die optisch kaum vom Blut des Toten zu unterscheiden waren. Haben Sie die identifizieren können? Es handelt sich um ein rein biologisches Produkt, was zum Beispiel zum Färben von Lebensmitteln benutzt wird. Oder auch von Kunsteis. Das heißt, die Tatwaffe könnte eine rote Eisfigur gewesen sein? Sehr gut, Herr Hansen. Danke. Und es gibt noch etwas anderes. Herr Lechner hat kurz vor seinem Tod üppig gespeist. Es gab Hummer, Lachs und Rehrücken und dazu jede Menge Champagner.
Das riecht nach Strehlerstuben. Frau von Windacker hat da öfters verkehrt. Das ist da zusammenpassend. Die Windacker, das ist die PR-Agentin vom Lechner und der ist gerade ins Finale für die Eiskaffee-Meisterschaften einzogen. Die kannten schon miteinander feiern. Hm? Tja, wieder mal vielen Dank, Frau Doktor. Sehr gerne. Bitte. Fragt sich nur, warum uns die Frau von Windacker nichts davon erzählt hat. Es ist ja noch gar nicht sicher, dass sie mit ihrem Sushi essen war. Das kann ich vor Stockel abschicken. Und Herr Mohr schickt mir zur Firma Lechner, dort kann er nach der roten Eisfigur fahren. Genau. Und mit dem Buchstedt kehrt halt ein und kriegt. Das müssen wir wirklich selber machen. Ja. Oh, so. Hallo, Marie. Grüß Gott, Herr 80er. Grüß Sie, bitte. Danke. Die Frau von Windacker müsste auch jeden Augenblick kommen. Ich habe gerade noch mal mit ihr telefoniert. Das glaube ich erst, wenn ich sie leibhaftig vor mir sehe. Ich werde den Eindruck nicht los. Die Frau von Windacker hockt öfter in der Strehlerstube als hinter ihrem Schreibtisch. Aber was wir machen sollten, ist ihr kostenmäßig auf die Finger schauen. Unbedingt. Die Hotelsuite, der Leihwagen? Naja, und eben die ständigen Essen in der Strehlerstube. Ja, ich habe das Gefühl, die Dame gibt weit mehr Geld aus, als ihr zur Verfügung steht. Das lässt sich ja feststellen. Ja. Hallo, Frau Hofer. Hallo. Danke. Schön, dass wir endlich in Ruhe die Pressemeldung besprechen können. Und bevor ich es vergiss, ich bräuchte auch noch was anderes von Ihnen. Und zwar eine Ausstellung über Ihre bisherigen Ausgaben. Gibt es dafür einen bestimmten Grund? Für unsere Buchhaltung, reine Routine. Was macht denn der Herr Schretzmeier da? Ich bin mit ihm verabredet, allerdings erst in einer halben Stunde. Grüß Gott miteinander. Das ist aber sehr gut, dass Sie schon da sind, Frau Hofer. Grüß Sie. So, bitteschön. Ein Kaffee. Danke. Der ist für Sie aber sehr? Nein, wir brauchen nichts. So? Herr 80er, mit Ihnen wollte ich auch noch was reden. Ja, die Frau Stöckl hat mir schon gesagt. Ja, aber nicht jetzt, weil mir pressiert es gerade ein bisschen. Macht es Ihnen denn was aus, wenn ich Ihnen die Frau von Windacker kurz entführe? Das kommt ja überhaupt nicht in Frage. Allerdings, wir sind mitten in einer Besprechung. Wissen Sie was, Frau Hofer, wie wär's, wenn Sie die Pressemeldung schon mal vorformulieren und ich gehe dann noch mal drüber? Und die Unterlagen für Ihre Buchhaltung schicke ich Ihnen dann zu. So machen wir es, das ist so. Frau von Winter, folgende Situation. Ich glaube es nicht. Die gingen? Sie sind schon weg. Ich begehe doch keinen Mord, nur um ins Finale zu kommen. Was haben Sie denn in der Tatnacht gemacht, nachdem die Frau Hofer Sie im Hotel abgesetzt hat? Nur mal mein Zimmer, was sonst? Und das Zimmer haben Sie dann auch nicht mehr verlassen, oder wie? Ich weiß nicht, wieso. War doch schon nach 11. Das werden wir überprüfen. Wie gut haben Sie Herrn Lechner gekannt? Wir haben uns ab und zu auf Wettkämpfen getroffen. Aber nie wirklich viel miteinander gesprochen. Der war immer super ehrgeizig. Schon fast verbissen. Trotzdem ist er nie über Platz 4 oder 5 hinausgekommen. Aber jetzt wäre er im Finale gewesen. Offenbar hat er dazugelernt. Sagen Sie, könnte es sein, dass Sie ein bisschen geeifert haben? Wie bitte? Eifersüchtig waren auf Herrn Lechner. Ach, ich weiß nicht, warum. Lechner war ein guter Handwerker, aber ohne jede künstlerische Fantasie. Da habe ich aber was anderes gehört. Die Frau von Windacker hat doch gemeint, dass die Skulpturen vom Lechner was ganz was Besonderes wären. Frau von Windacker, die hatte auch ein ganz besonders inniges Verhältnis zu Herrn Lechner. Aha. Wie darf ich denn das verstehen? Die Windacker war scharf auf Lechner. Lechner brauchte eine Agentin. Nur das kann man sich ausmalen. Ja, freilich. Wir arbeiten auch mit Lebensmittelfarmen. Wieso ist das überhaupt wichtig? Weil wir in der Kopfwunde von Ihrem Herrn Gemahl haben wir rote Farbpartikel gefunden. Rote Farbpartikel? Die könnten von dem Eisherz sein, das wir gemacht haben für den... Professor Frohgemuth. Genau. Ja. Das ist ein Herzchirurg, der nächste Woche heiratet. Der hat sich das Herz für seine Braut gewünscht. So nach dem Motto, die Frau, die mein Herz zum Schmelzen gebracht hat. Ja, super. Kann ich es mal sehen? Ja. Kruze Fix. Ich hab die Eiskultur gestern weggeschmissen, weil ein Riss drin war. Ja, Gottes Willen. Da haben wir ja sie ganz wichtiges Beweismaterial zerstört. Ja, woher sollt ihr das jetzt wissen? Ich war nur sauer, dass ich es nochmal machen muss. Was ist denn jetzt das? Das ist die Tatwaffe. Ja, zumindest das, was davon übrig ist. Es war mal ein großes, rotes Herz aus Eis. Ah, stimmt, jetzt muss ich sagen.
Der Bentus, der Depp, der hat dieses schöne rote Herz weggeschmissen, weil es einen Sprung kaputt. Der Sprung, der kann doch daher stammen, dass das Herz aus Eis an Lechner sein Belly gedotzt ist. Belly? Schädel, Kopf. Ach so. Gut, die könnte Ursula einen Farbabgleich mit der Kopfwunde von Lechner machen. Hm? Jawohl. Ein gebrochenes Herz aus Eis als Tatwaffe. Michi, dein Tee. Stuckel. Schön. Frau Stockel, haben Sie schon Zeit gefunden, um in der Strehlerstuben anzurufen? Selbstverständlich. Und Ihre Vermutung war richtig. Der Lechner war mit der Frau von Windacker dort. Sehr gut. Danke. Dass Sie immer recht haben müssen. Herr 80er. Grüß Sie, Frau Hofer. Sagen Sie, haben Sie die Belege von der Frau Windacker schon? Allerdings, das ist ein solcher Verhau. Ich weiß gar nicht, wo ich anfange. Also die Pressemeldung ist auch noch nicht fertig. Naja, das habe ich auch befürchtet. Deshalb habe ich Frau Hartmann gebeten, einen Blick drauf zu werfen. Mei, das wäre ja fantastisch. Ja, schicken Sie es mir einfach. Ich reiche Sie dann an Frau Hartmann weiter. Mache ich, Herr 80er. Und Grüße an die Frau Hartmann, gell? Mache ich. Gott, bin ich froh, dass ich wenigstens den Schmarrn losbringe. Hallo? Rüdiger? Hallo, Frau Hofer? Hier oben, hallo. Na? Ja, Rüdiger, was machst du denn hier? Ich dachte, du musst dich aufs Finale vorbereiten. Schon, aber ab und zu muss ich auch mal was essen. Wie wär's mit heute Abend? Ein kuscheliger Landgasthof, vielleicht mit angeschlossenem Hotelbetrieb. Du, ich bin voll im Stress. Ich muss eine Pressemeldung schreiben, die schon längst überfällig ist und dann... Dann klappt's also heute Abend? Oh, wir waren uns doch einig, dass wir uns erst nach dem Finale wiedersehen. Nur so ein Abend mit dir allein würde mich unglaublich inspirieren. Aber nach so einem Abend mit dir allein wäre ich womöglich als Jurorin befangen, verstehst? Aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Ja, Frau von Windacker, warum haben Sie es nicht gesagt, dass Sie mit dem Herrn Lechner was gehabt haben? Wie kommen Sie denn darauf? Sie sind zusammen gesehen worden, Arm in Arm, in Ihrem Hotel. Jetzt glauben Sie ja nicht, dass ich mit jedem meiner Klienten gleich... Uns interessiert nur der Herr Lechner. Warum haben Sie uns nichts von Ihrer Beziehung erzählt? Ach, Beziehung. Es war eine Affäre, weiter nichts. Hat seine Frau davon gewusst? Das kann ich mir nicht vorstellen. Wir haben uns nur zweimal getroffen. In meinem Hotel. Was war in der Tatnacht? Da waren Sie doch auch mit Herrn Lechner zusammen. Ja, wir haben seinen Finaleinzug gefeiert. In der Schreler Stuben. Und dann wollte er noch mit dem Taxi in die Firma. Zu spät. Ja, er hat sogar noch diesen Bentus angerufen. Und ihn überredet zu kommen. Wissen Sie, worum es da gegangen ist? Um eine Eisfigur. Es ging um das Herz aus Eis. Ja? Der Kunde, der Herzchirurg, der hat's rumzicken angefangen. Auf einmal wollte eine andere Inschrift. Also haben wir uns noch mal getroffen. Gestern haben Sie behauptet, Sie hätten die Firma gegen 20 Uhr verlassen. Ja, und das war ein Sautum von mir. Ja, und das tut mir wahnsinnig leid. Ja, aber als ich gehört habe, dass der Stefan ermordet wurde, da habe ich Panik gekriegt. Wieso denn gleich Panik? Naja, dass Sie mir die Wahrheit nicht glauben. Und dass ich da in irgendwas reinrutsche. Naja, das ist denn die Wahrheit. Der Stefan hat mich heimgeschickt, ja, und hat gesagt, dass er sich um die Änderung an der Inschrift selbst kümmert. Und das war's. Ja, das war das letzte Mal, dass ich ihn gesehen habe. Ja, lebend, meine ich. Wie spät war's da? Mei, auf die Nacht, um 11:30. Und so spät habt ihr noch gearbeitet? Ja. Ja, was war's denn ich? Ja, wissen wir auch nicht, ne? Deswegen bleiben Sie erstmal hier. Christian, eine schöne Zelle für den Herrn. Kurset, bitte. Also, wenn er es nicht war, bleibt noch die Ehefrau. Und der Buchstedt. Rüdiger Buchstedt. Ich habe mir die Unterlagen angeschaut. Sie hatten recht, es ist alles ein wenig chaotisch. Aber das ist nicht das eigentliche Problem. Frau von Windacker hat geprasst wie eine Sonnenkönigin. Hier. Eine Liste der Ausgaben. Also einschließlich der noch offenen Rechnungen wie Catering und Druckereien etc., aber auch Hotelsuite, Leihwagen sind... 30.000 Euro? Das sind ja
12.000 mehr als im Budget vorgesehen sind, ja, dann Schlock. Vielleicht können Sie ja einige Verträge noch nachverhandeln. Ja, hoffen wir's mal. Frau Hartmann, vielen Dank. Sie haben uns wieder mal sehr geholfen. Gern geschehen. Ja, danke. Wiederhören. Wiederhören. Tag. Ja, 80er. Herr Schrittmeier. Frau Hofer. Ja, 80er, Sie sind ja vielleicht schwer zu erreichen. Ja, der Herr 80er ist ja auch ein vielbeschäftigter Mann, gell? Drum komme ich auch gleich zur Sache. Also das mit dem Eiskaffee, das ist ja eine ganz großartige Geschichte. Ich habe zufällig mit der Frau von Windacker drüber gesprochen, als ich mich mit ihr wegen einer anderen Angelegenheit getroffen habe. Wahnsinn! Die Bilder, die sie mir von diesen Eiskulpturen zeigt hat, Wahnsinn! Das ist Ihre Begeisterung in allen Ehren, Herr Schretzmeier, aber was wollen Sie jetzt eigentlich von uns? Ja, da gibt's überhaupt nichts anderes. Dieses Finale, und ich sehe es richtig vor mir, muss in Ganting stattfinden. Ja, wie haben Sie sich das vorgestellt? Es gibt Verträge, laufende Verträge, Unkosten. Ich übernehme die Veranstaltung tutto completo. Mit allen Rechten und Pflichten. Das heißt, Sie übernehmen auch die Frau von Windacker? Das selbstverständlich. Eine klasse Frau. Ich weiß, wie man sowas anpackt. Ja, da haben Sie vollkommen recht, Herr Schretzmeier. Ja, dann ist es ausgemacht. Anschlag drauf. Ja, wunderbar. Verträge kommen nach. Dankeschön, auf Wiedersehen. Moment mal. Und vergiss es nicht, die Unterlagen, die gehören nämlich der Frau von Windacker. Ja. Ach so, ja. Was? Was halt so alles an Bürokram anfällt. Geht schon. Passt schon, bitte. Schon, Frau Lechner, Ihr Mann hatte eine Affäre. Wussten Sie davon? Ja, leider. Mein Mann war so ein schlechter Lügner. Wie er mir vor 3 Tagen gesagt hat, dass diese Frau von Windacker die PR übernimmt, da habe ich gleich gemerkt, dass noch was anderes im Spiel ist. Und da haben sie ihn dann zur Rede gestellt? Ja. Er hat's nicht einmal abgestritten. Er hat gesagt, dass es aus ist mit uns und dass er jetzt durchstarten will. Mit der richtigen Frau an seiner Seite. Danach sind sie dann zu ihrer Mutter? Ich war so geschockt. Ich konnte nicht glauben, dass er das ernst meint. Nach 2 Tagen war ich dann wieder so weit, dass ich hab gemerkt, dass ich noch mal mit ihm drüber reden muss. Wo sind sie dann in die Firma gefahren? Wollten reden mit ihm. Dann hat es einen Streit gegeben. Dann haben sie die Nerven verloren und dann? Hab ich ihm das Eisherz auf den Schädel gehauen. Nein, so war's nicht. Aha. Ja, dann sagen Sie uns doch, wie es wirklich war. Ich hab einen Stefan doch gar nicht mehr gesehen. Ich hab daheim auf ihn gewartet. Wir waren nicht in der Firma. Entschuldigung. Michi, nein, Herr Mohr, jetzt nicht. Ja, bitte, es geht ja nur um ein Buchstitt. Einen Moment bitte, ja? Michi, was ist jetzt mit dem Buchstitt? Kann ich gleich selber erklären. Na ja. Tag, Herr Buchstitt. Moin. Habe ich nicht ganz die Wahrheit gesagt. Aber mir fast denkt. An dem Tag, an dem Lechner starb, hat mir eine kleine Meinungsverschiedenheit. Herr Buchstedt, wenn nicht ein anderer Eisbildhauer dazwischen gegangen wäre, dann hätte der Herr Buchstedt den Herrn Lechner verdroschen. Und zwar hinter die Kulissen von dem Wettbewerb. So war das. Und wer sagt das? Der Herr Oberwinkler. Das war dieser andere Eisbildhauer. Der wohnt im selben Hotel wie der Herr Buchstedt. Und das habe ich herausgefunden, wie ich sein Alibi überprüft habe. Na ja, worum ging's bei dem Streit? Der Lechner hat betrogen. Er hat seine Eisfigur niemals selber entworfen. Jemand muss ihm da geholfen haben, da bin ich mir ganz sicher. Und deswegen sind Sie auf ihn losgegangen? Ach. Warum sind Sie nicht damit zur Jury? Ja, weil ich es nicht beweisen konnte. Und damit war die Sache für Sie doch bestimmt noch nicht erledigt. Doch. Ich hab, als ich auf meinem Hotelzimmer war, noch ziemlich lange über Festnetz mit meiner Frau in Hannover telefoniert. Ah! Oh. Bayern.
Also das Alibi von dem Puchstedt stimmt. Der hat tatsächlich eine Stunde lang vom Hotel aus mit seiner Frau telefoniert. Ah ja. Bleiben bloß nur die Lechner und der Bentus. Bentus, ich hab doch die Aussage von diesem Herzchirurgen überprüft. Der Herzchirurg, der wollte tatsächlich eine Textänderung haben bei dem Eisherz und hat deswegen den Lechner angerufen. Einen Lechner hat er nicht erwischt. Dann hat er den Bentus versucht zu erreichen. Den hat er dann um 7.30 Uhr dran gehabt und der Bentus hat gesagt, dass der Lechner damit nichts mehr zu tun hat, weil der einen Unfall gehabt hat. Ja, Moment mal, wie kann der Bentus das behaupten, wo doch der Lechner angeblich noch quietschfidel war, als er ihn in der Nacht verlassen hat? Das fragen wir. Nein, das habe ich so niemals gesagt. Das ist ein Missverständnis. Herr Bentus, es wird nicht bei der Aussage des Kunden bleiben. Wir werden Ihre Kleidung nach Blutspuren untersuchen. Es ist vorbei. Da gehen wir es nicht mehr raus. Ich hab das nicht gewollt. Aber der Stefan, der hat mich so provoziert. Was genau ist in der Tatnacht passiert? Stefan kam in die Firma. Ja? Bombe, mit einer Superlaune. Ja? Ich hab wissen wollen, wann er mich zum Partner macht. Denn das war so verabredet. Ja? Ich halte er im Rücken frei für die Meisterschaft und er macht mich zum Partner. Und was ist dann passiert? Auf einmal wollte er nichts mehr wissen von Partnerschaft. Ja? Obwohl er ins Finale gekommen ist mit einem Entwurf von mir. Da lag der Puchstedt mit seiner Vermutung richtig. Und das alles bloß, weil die Pläne mit da keinen verzählt hat. Er könnte jetzt Großkarriere machen. Aber anstatt dass er mich am Geschäft beteiligt, so wie es abgemacht war, hat der nur auf mir rumgehackt, ja? Hat gesagt, ich wäre kein guter Eisbildhauer. Und dann? Dann hab ich das Eisherz genommen und hab's nach ihm geworfen. Ja. Herr Bentus, Sie sind vorläufig festgenommen wegen des dringenden Tatverdachts, Stefan Lechner ermordet zu haben. Christian. Auf geht's, Firma. Ich habe ihn nicht am Kopf treffen wollen. Das. Ja, man soll nicht mit Herzen werfen. Schon gar nicht, wenn sie das Eis sind.